Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Mord aus dem Jahr 1983, der bis heute ungeklärt ist. Gina Milford fühlte sich unwohl, als sie am 24. Juli 1983 um Mitternacht zur Arbeit erschien. Die 23-Jährige arbeitete als Nachtangestellte in einem Little Cricket Laden in der Nähe der Interstate 85 in Anderson, South Carolina, hatte aber kürzlich darum gebeten, in die Tagschicht versetzt zu werden. Einige Monate zuvor war Tina während ihrer Arbeit in einem anderen 4 Meilen entfernten Little Cricket Laden beim Raubüberfall schwer verprügelt worden. Und dieses Erlebnis hatte sie traumatisiert. Sie erzählte Freunden, dass sie sich bei der Arbeit dort nicht mehr sicher fühlte. Sie wechselte in die Filiale, die näher an der Interstate 85 lag, aber dort war es noch gefährlicher. Der erste Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmte, kam gegen 2.45 Uhr, als ein Kunde den Little Cricket Store betrat und ihn scheinbar verlassen vorfand. Obwohl die Eingangstür nicht verschlossen war und alle Lichter brannten, war niemand im Laden. Der Kunde wartete einige Minuten im Laden, aber es erschien kein Angestellter. Als der Kunde merkte, dass etwas nicht stimmte, rief er die Polizei. Die ersten Polizeibeamten, die am Tatort eintrafen, befürchteten sofort das Schlimmste. Obwohl es keine Anzeichen dafür gab, dass im Laden ein Kampf stattgefunden hatte, stand die Kasse offen und war ausgeräumt worden. Tinas braune Sandalen, die sie bei der Arbeit oft auszog, lagen hinter der Kasse. Ihre Handtasche war ebenfalls dort. Sie enthielt ihren Ausweis, Make-up und $70 in bar. Alles unberührt. Ihr Auto stand auf dem Parkplatz in der üblichen Parklücke. Nur Tina fehlte. Der Manager des Little Cricket sagte der Polizei, dass Tina eine ausgezeichnete Angestellte war. Man konnte sich einfach auf sie verlassen. Er war sich sicher, dass sie den Laden nie unbeaufsichtigt gelassen hätte. Dies und die Tatsache, dass Bargeld fehlte, veranlasste die Polizei zu der Annahme, dass Tina bei einem Raubüberfall entführt worden war. Das Büro des Sheriffs von Anderson County leitete umgehend eine Suche in der Umgebung ein, in der Hoffnung, sie zu finden, bevor es zu spät war. Mehr als ein Dutzend Hilfs-Sheriffs beteiligten sich an der Suche nach Tina, aber sie fanden nichts, was darauf hindeutete, was mit ihr geschehen sein könnte. Sie hatten keine Ahnung, wann der Überfall stattgefunden hatte. Die letzte bestätigte Sichtung von Tina in der Little Cricket war gegen 1.30 Uhr gewesen. Möglicherweise war sie zu dem Zeitpunkt, als die Polizei mit der Suche nach ihr begann, schon weit über eine Stunde verschwunden. Die Suche nach Tina fand an diesem Tag gegen 11 Uhr ein herzzerreißendes Ende. Als eine Gruppe von Leuten, die nach Flaschen und Dosen zum Sammeln suchten, etwa 15 Meilen vom Little Cricket entfernt, auf ihre halbnackte Leiche stießen. Ihre Leiche war auf einem Feld an der Elrod Road in der Nähe von Piedmont entsorgt worden, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Greenville County entfernt und direkt neben der Interstate 85. Es war wahrscheinlich, dass ihr Mörder die Interstate benutzt hatte, um schnell von Little Cricket und vom Tatort zu fliehen. Tina war einmal in den Kopf geschossen worden. Außerdem hatte sie mehrere andere Verletzungen. Wahrscheinlich durch den Kampf mit ihrem Angreifer. Die Ermittler waren sich nicht sicher, ob sie an dem Ort getötet wurde, an dem ihre Leiche gefunden wurde, der den Einheimischen als Liebespfad bekannt war. Es war möglich, dass ihr Entführer sie in seinem Fahrzeug sexuell missbraucht und sie dann auf das Feld gebracht hatte, um sie zu töten. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass sie kurz nach ihrer Entführung aus dem Lebensmittelladen gestorben war. Tinas Tod ereignete sich nur wenige Wochen, nachdem ein Angestellter eines anderen Lebensmittelladens in der Gegend bei einem Raubüberfall erstochen worden war. Aus Angst um die Sicherheit aller Angestellten in den Läden empfahlen die Beamten des Bezirks von Anderson, alle Läden während der Nachtstunden zu schließen. Diese Idee wurde als verfassungswidrig verworfen, aber die Läden wurden dennoch aufgefordert, Wege zu finden, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern. Tina war nicht die erste Angestellte, die in der Little Cricket Filiale nahe Interstate 85 getötet wurde. 2 Jahre vor ihrer Ermordung wurde ein männlicher Angestellter beim Raubüberfall 2-mal angeschossen. Obwohl er noch lebte, als die Rettungskräfte eintrafen, starb er auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach diesem Mord ließ der Laden während der Nachtstunden keine Kunden mehr hinein. Stattdessen gingen die Kunden zu einem Fenster und sagten dem Angestellten, was sie wollten. Der Angestellte nahm dann die gewünschten Artikel und kassierte sie ein. Sobald der Kunde sein Geld durch das Fenster gereicht hatte, gab der Angestellte ihm die Ware. Das System funktionierte. Es gab keine versuchten Raubüberfälle, während das Fenster in Betrieb war. Aber irgendwann beschloss das Unternehmen, es nicht mehr zu verwenden.
Wäre es 1983 noch in Gebrauch gewesen, wäre Tina wahrscheinlich noch am Leben. Tinas Familie war über ihren Tod erschüttert. Sie stand ihren Eltern und drei Geschwistern sehr nahe und hatte eine Tochter, die zum Zeitpunkt des Mordes erst 19 Monate alt war. Tina war gerade dabei, sich von ihrem Mann Tony scheiden zu lassen, den sie beschuldigte, sie körperlich misshandelt zu haben. Als Tinas baldiger Ex-Ehemann wurde Tony in der Anfangsphase der Ermittlungen als möglicher Verdächtiger angesehen. Er erzählte den Ermittlern, dass sie trotz der Tatsache, dass Tina die Scheidung angeregt hatte, immer noch zusammenlebten und daran dachten, ihre Ehe noch einmal zu versuchen. Er konnte den Ermittlern ein Alibi für diese Nacht geben, weigerte sich jedoch, sie einen Lügendetektortest zu unterziehen, nachdem er dies mit einem Anwalt besprochen hatte. Tinas Schwester Anne Hollingsworth bestreitet Tonys Behauptung, dass er und Tina wieder zusammenkommen würden. Sie erklärte, Tina sei dabei gewesen, all ihre Habseligkeiten in das Haus ihrer Eltern zu bringen und habe nie den Wunsch geäußert, sich mit ihrem entfremdeten Ehemann zu versöhnen. Trotz Tonys Alibi hält es Anne für möglich, dass er etwas mit dem Mord an ihrer Schwester zu tun hat. Anne ist der festen Überzeugung, dass Tina niemals freiwillig zu einem Fremden ins Auto gestiegen wäre. Wenn jemand, den sie nicht kennt, versucht hätte, sie zu entführen, hätte sie sich gewehrt. Einige der Ermittler stimmten dem zu und glauben, dass Tina wahrscheinlich zu jemandem ins Auto gestiegen ist, den sie kannte. Vielleicht in der Annahme, dass sie sich nur kurz unterhalten wollen. Das ist eine faszinierende Theorie und würde erklären, warum es im Laden keine Anzeichen für einen Kampf gab. Sie lässt jedoch außer Acht, dass das gesamte Bargeld in der Kasse fehlte. Wenn nicht zufällig jemand in den Laden kam, nachdem Tina entführt worden war und sich am Inhalt der Kasse bediente, muss man davon ausgehen, dass Tinas Mörder den Laden ausraubte, bevor er sie entführte. Wenn Tina von einem Unbekannten entführt wurde, muss er in der Lage gewesen sein, sie schnell zu überwältigen. Es sieht nicht so aus, als hätte sie versucht, den Panikknopf zu drücken, der in der Nähe der Kasse für Notsituationen angebracht war. Hätte sie den Knopf gedrückt, wäre das Büro des Sheriffs von Anderson County sofort alarmiert worden, dass sie in Schwierigkeiten war. Es ist möglich, dass der Mörder sie mit einer Pistole bedrohte, damit sie genau das tat, was er wollte. Und Tina so viel Angst hatte, erschossen zu werden, dass sie den Panikknopf vergaß. Obwohl Tinas Entführung und Ermordung in der Anfangsphase der Ermittlungen in den lokalen Zeitungen viel Aufmerksamkeit erregte, verschwand der Fall nach ein paar Tagen aus den Schlagzeilen. Die Ermittler hatten nur wenig Beweismaterial zur Hand und bekamen auch nicht viel Hilfe aus der Öffentlichkeit. Niemand hatte in jeder Nacht etwas Verdächtiges gesehen oder gehört. Da es keine Spuren gab, denen man nachgehen konnte, und keine potenziellen Verdächtigen, wurde der Fall schnell kalt. Im Jahr 2009 war Tinas Mord einer von 52 Fällen, die in einem Kartenspiel mit Cold Case Fällen enthalten waren, das vom South Carolina Bureau of Corrections verteilt wurde. Mehr als 10.000 Insassen erwarben diese Karten, die eine Nummer enthielten, die sie anrufen konnten, wenn sie glaubten, Informationen zu einem Fall zu haben. Obwohl bis heute keine neuen Hinweise zu Tinas Fall eingegangen sind, konnten dadurch mehrere andere Fälle aufgeklärt werden. Im Jahr 2018 gab der Gerichtsmediziner von Anderson County bekannt, dass an einem Kleidungsstück von Tina, das am Tatort gefunden wurde, DNA gefunden wurde. Obwohl er sich weigerte, genaue Informationen über den Fund herauszugeben, hoffe er, dass dieser Beweis ausreichen würde, um Tinas Mörder endlich zu identifizieren. In den letzten Jahren gab es keine neuen Erkenntnisse über Tinas Fall, sodass unklar ist, ob die Ermittler ein vollständiges DNA-Profil des Verdächtigen erstellen konnten. Tinas Familie wartet nun schon seit über 40 Jahren auf Gerechtigkeit. Obwohl sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater starben, ohne zu erfahren, wer für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist, hoffen ihre Geschwister weiterhin, dass der Mörder identifiziert und gezwungen wird, die Konsequenzen seiner Taten zu tragen. Tina Milford war gerade 23 Jahre alt, als sie 1983 getötet wurde, also vor 41 Jahren. Sie war eine begabte Musikerin, sie spielte Klavier und Orgel und schrieb gerne Lieder. Sie liebte ihr Kind und wurde von einem unbekannten Mörder, der nie gefunden wurde, um die Chance gebracht, es aufwachsen zu sehen. Das war der Fall von Tina Milford, seit 41 Jahren ungeklärt. Also auch in den USA gibt es eben sehr, sehr viele Fälle, die bis heute nicht geklärt sind und leider auch meist komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!